Meine Lieben, willkommen zur dritten Folge von Hide and Seek. Es geht immer noch um diesen wunderbaren Koffer voller echtem Geld. Ganz genau. 10.000 Euro stehen on the line. Mit dabei als erster Kandidat dürfen wir begrüßen Thomas Tomery. Deutscher Ninja Warrior Kandidat. Zweifacher Weltmeister im schlechten Arbeitsverhältnisse unterschreiben bei mir. Yeah. Und unter anderem auch Kletterprofi. Ganz genau. Kandidatin Nummer 2 heute, die unfassbar gut aussehende, geile, unglaublich sportliche Iana Riva. Bitteschön! Okay, let's go. Ich bin hier für die Frauenquote, das gell? Das ist es. Und natürlich, meine Damen und Herren, funktioniert kein YouTube-Video, keine Weltmeisterschaft und vor allen Dingen alles, was irgendwie mit Essen, Sexappeal und Geiler zu tun hat, nicht ohne diesen Mann. Hier ist für euch der einzig wahre, unglaubliche Crispy Rob. Aka, lustiger Robert. Hallo! Mein Hüpfer, was macht dich aus? Ach ja, genau. Ich kann gut kochen, ich kann gut essen, ich kann gut verstecken. Alles klar, Leute, das ist die dritte Vorrunde. Wir sind zu dritt. Was es fehlt hier? Noch eine Person. Das ist. Warum hast du mich nicht gefragt, was mich ausmacht? Dann haben wir hier noch einen Menschen, den ihr wahrscheinlich alle schon sehr gut kennt, der euch wahrscheinlich auch alle schon richtig krass auf den Sack gegangen ist, weil ich ihn nicht mehr loswerde. Marius angeschrien! Servus, moin. Ich würde sagen, es geht los. Wir sind heute hier im Stuntweg in Köln, einer riesigen Boulder-, Kletter- und Freeletics-Halle. Überwiegend krass. Es gibt, glaube ich, so viele Verstecke wie noch nie. Es ist insane groß hier. Wir haben die komplette Halle für uns. Erstmal dicker Kuss geht raus. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir fangen an. Jungs, Mädels, ich würde sagen, wir synchronisieren unsere Handys und fangen an. Let's go. 3, 2, 1, go! Jetzt echt? Weil du hörst es doch alles. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Das kriegt er nie. Er kriegt's nie raus. Freunde, ich habe ein richtig gutes Versteck. Und zwar gibt es da eine Falltür und hier ein Häuschen. Das muss ich jetzt leider nehmen. Ich brauche schon einen guten Place. Und zwar will ich hier hoch und den hinten verstecken. Er kommt da nie rauf. Hier ist eine Leiter. Oh, Digga, das ist echt. Nee, ich mach auf cheap. Und jetzt? Also mein Plan ist es, einfach hier runter zu springen, wenn Sebastian kommt. Weil hier geht's auch nicht tief rein. Ich brauche ein Licht. Scheiße. Krass, wie tief geht das? Oh geil. Seht mal. Die Leiter. Achso, chill ich jetzt hier und bin ich dann höher, weil diese Plan ja auch scheiße laut sind. Dann kletter ich aber hier hoch und nehme die Leiter mit. Wie geil. Ich hoffe, das sieht mich einfach der Locke. Wenn der hier reinguckt, bin ich dann. Von da komme ich. Und ich habe gerade hier gesehen, es geht einfach weiter. Da vorne ist Thomas. Die anderen sind, glaube ich, da vorne versteckt. Na gut, leg mich vor. Also, wenn ihr Bock habt, selber dabei zu sein, ihr wisst es, Daumen nach oben da lassen. Und ihr lasst einen Kommentar da, warum gerade ihr mit am Start sein wollt. 2 Halbfinalplätze sind noch frei. Die könnt ihr euch ergattern mit einem coolen Kommentar. Wir werden euch auslosen, anschreiben, belästigen, eure Adresse herausfinden. Nein, 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 nein. Ja, ihr könnt einfach mitmachen dann. Perfekt. Ich würde sagen, ich komme! Okay, es geht los. Okay, das ist ziemlich sus, actually. Da vorne hat jemand ein bisschen vergessen, dass das Rad sich hier nicht drehen sollte. Okay. Oh mein Gott, okay, das hier ist krass. Yo, fuck. Ja, ich sehe halt gar nichts, ne? Hier könnte halt jemand drin sein, aber ich sehe es halt nicht. Was mache ich jetzt? Darf ich Licht benutzen? Perfekt gesagt. Ja, okay, hier ist clean, Mann. Hier ist schon mal niemand. Bro, das ist so trippy hier. Oh mein Gott, da sitzt jemand. Ah, es ist so dunkel hier drin. Halt's Maul. Ich habe jetzt nicht verloren, oder? Ey, Dicker. Fuck, Bro. Komm, ich trau mich mal, ein bisschen hoch. Nee, doch nicht. Das will ich ja gewinnen. Wenn er nicht hier lang ist, dann ist er hier lang. Okay, das kann halt nicht sein, ne? No joke, es wäre doch das dämlichste, oder?
Halt's Maul, das ist nicht... Oh mein Gott. Was? Nein, Bruder, nein. Ist das der Eingang? Hier geht's runter. Ich weiß ja nicht mal, wo ich rauskomme. Gehst du da auf den Boden? Oh mein Gott, was ist das hier? Bruder, bei Gott, hier ist es so dunkel drinne. Okay, das ist... Ah! Oh mein Gott, nice. Fick doch nicht mein Leben. Fick doch nicht mein Leben. Du hast mich gefickt. Ey, das ist so ein Soldatenweg hier. Holy shit, Junge. Ich fühle mich wie deutsche Kanalarbeiter. Junge, holy shit. Bro. Ja, kurze Frage, aber hast du auf Marius getroffen? Nein. Bro, ich glaube, das ist der Endgegner in dieser Halle. Ich gehe jetzt drunter. Bro, diese Halle ist ein Endgegner, Rob. Boah, Dicker. Ey, war hier gerade jemand? Nee, ne? Ich hab reingesehen. Nee. Das hier, damit jemand drauf ist. Ja, hier gibt's einen einfachen Weg. Der blaue. Der blaue ist easy. Wow. Bro, das ist... Ayana, well played. Nee, ich wollte nur runterspringen. Oh Gott, sie überlegt, soll ich runterspringen? Alter Schwede. Okay, Thomas und Marius. Oh, Finale. Noch zwei. Einzige, wo ich noch nicht oben war, ist bei dem Haus. Da warst du also oben drauf. Ist schwierig. Ich bin so fertig, Mann. Ich weiß es nicht. Bro, dieses Format verlangt mir alles ab. Nee, no way. Das wäre ein krankes Versteck, ne? Das wäre richtig. Ich hätte auch gedacht, dass da jemand drin ist. Thomas, bitte komm hier raus. Mach ihm ein Angebot. Vielleicht, wenn er hier drin ist. Vielleicht will er wieder für dich arbeiten. Vielleicht Thomas, ich geb dir einen Job. Marius, Thomas, schreit bitte einmal. Hä? Ich hab's genau gehört, wo es herkam. Ich auch. Von da oben. Das ist doch niemand im Lüftungsschacht. Nein, das glaube ich macht keiner. Ich habe halt hier eben geschaut, versteht ihr? Okay, hier ist jemand, aber ich weiß nicht wo. Erst mal da aussieht. Alter. Ja, aber das kam doch daher, oder nicht? Ja, safe. Marius, Thomas, einmal schreien! Oh, war das laut? Alter, war das laut. Ab. Thomas hat nicht gemacht, der Ehrenlose. Ey, Thomas hat nicht geschrien, oder? Der Ehrenlose. Okay, hey. Thomas, du hast gewonnen. Ich weiß, wo er ist. Hey. Echt jetzt? Ja. War er gerade schon richtig? Ja, war. Ist er ganz nah? Ja. Sag mir nicht, der ist da oben. Ja. Ist er da oben? Sag's einfach. Ja. Ich kann nicht nochmal da hoch. Thomas! Thomas, du hast gewonnen. Wo bist du hier oben? Oh! Alter, ich will nicht wissen, wie eingestaubt er ist. Du warst zweimal hier, du Opfer. Hey, wo warst du? Warst du unter der Plane? Ja, Mann. Bro. Du hast sogar wie so ein Psychopath dagegen gekickt. Bro, du hast gewonnen. Alter. Willkommen im Halbfinale. Wie verstaubt sind wir alle? Dicker. Der Typ saß unter dieser Staubplane. Was? Ey, ich hab bereut, dass ich nicht meine FFP2-Maske drunter hatte. Mein Gott, das war wirklich mit Abstand die krankste Runde, die wir bis jetzt hatten. Mein Bein ist krank, ich darf nicht so normal. Das hat alles zerlegt, ihr versteht nicht, wie fertig wir sind. Mit Abstand, Preis auf jeden Fall für das beste Versteck, ich trotzdem noch Rob, weil das war wirklich Vietnam. Jana für Mountain Climber, Marius für Splinter Cell und der Typ ist komplett krank, Digga. Wo wart ihr alle? Hey, Leute, das war's von der dritten Folge von Hide & Seek. Checkt auf jeden Fall Thomas, unseren Halbfinalisten, Jana, Rob und Marius in der Beschreibung aus. Groß, dass ihr dabei gewesen seid. Dickes Dankeschön. Alter. Hey, jetzt gehen wir erstmal zusammen duschen, oder? Ist gut. Perfekt. Okay, Leute, checkt auf jeden Fall, wie gesagt, Kommentar da lassen, wenn ihr mitspielen wollt im Halbfinale. Liken, Bescheid, Kuss, hören, Support. Danke an Sandberg, war da rein bis zum nächsten Mal. Ciao.